Hallo liebe Kampfsportfreunde, Fight Promoter TV und heute, ich fühle mich sehr geehrt, es wird ganz brutal, es geht ums Wrestling und bei mir zu Gast niemand geringer als Alpha Female Jazzy Gabert. Hallo, danke. Hallo. Muss ich jetzt gleich Angst haben vor dir, dass du mich hier gleich so ein bisschen so... Natürlich, also benimm dich. Das ist schon so, oder? Nee, schön, dass du da bist. Du hast mich ja, ich sag's jetzt mal so, entjumpfert mit dem ersten Ringsprecherjob bei einer Wrestling-Geschichte. Ich durfte auf einem Thron sitzen und es hat mir mega Spaß gemacht. Cool, das freut mich zu hören doch, weil wir hatten ja auch noch nicht die Chance zu reden nach der Veranstaltung. Ja. Aber du lebst noch. Ja, ich lebe noch, und ja. Und du hast noch Kontakt zu mir, also scheint es dir echt gefallen zu haben. Es hat mir sehr gut gefallen. Serious Sports Entertainment, ja. Das hast du jetzt sozusagen neu kreiert oder gibt es das auch schon länger? Nee, das ist mein Baby. Also ja. Also nachdem ich halt bei der WWE raus war, dachte ich so, ah, was mache ich jetzt? Und ich wollte eigentlich schon immer mal promoten, einfach ja aus den Gedanken heraus. Ich war auf so vielen schlechten Shows, das geht doch auch besser, habe ich mir immer gedacht. Okay. Und ich hoffe, dass ich es besser gemacht habe. Also die Leute waren alle begeistert. Und ja, das ist mein Baby und das ist auch die inklusive Zukunft. Mir. Inklusive dir. Aber hey, WWE, ich meine, das kennt jeder Mensch, oder? Eigentlich. Ich denke schon, dass viele Leute WWE wie kennen. Wie war das? Ja, gut, das ist halt so ein anderes Thema. Willst du was Gutes oder Negatives? Also du kannst bis freie Schnauze hier, ist ja, das schön? Du bist also ja aus Berlin ursprünglich, ist oder? Ist ja so. Also genau. Ich bin eigentlich ein Mensch, der nur positive Dinge halt sagt und halt gerne über positive Dinge redet. Aber ja, natürlich, wenn Dinge schief gehen, muss man darüber auch mal reden. Und bei der WWE ging leider einiges schief. Okay. Also ich habe wirklich um mein gesundheitliches Wohl, musste ich mir Sorgen machen. Echt? Also die Wrestlerinnen, weil die halt so einen großen Kampf Konkurrenzdruck hatten und einfach an der Spitze sein wollten, haben dann wirklich versucht, auf meinen kaputten Nacken mich zu schlagen und die Trainer haben einfach weggeschaut. Also da gab es zum Beispiel eine Szene, ein junges Mädel, also wir haben, da wird halt trainiert, wir trainieren da 7 Stunden am Tag und dann gibt es halt verschiedene Übungen und eine Übung war, dass verschiedene Wrestler in der Ringecke stehen und einer in der Mitte, in dem Fall war ich in der Mitte und man muss immer Schweinchen zu denen, in der Mitte, blöd gesagt. Genau, man muss dann da hingehen und kriegt halt immer die Schläge, aber jeder weiß, Wrestling ist ja, ja eine choreografierte Sportart, das heißt, wir schlagen uns jetzt nicht so wie beim MMA oder Boxen und machen eigentlich kontrollierte Schläge und ein Mädchen hat dann so hart, wie sie konnte, auf meinen Nacken geschlagen. Und ich bin dann auch, meine Beine und meine Arme sind dann kurz taub geworden und ich lag auf dem Boden und gucke nur den Trainer an, ob er jetzt vielleicht eine Konsequenz macht. Ja klar. Aber da hat er sich einfach umgedreht. Und dann denke ich mir so, ernsthaft so, ist es das wert? Also ich meine, WWE war schon immer mein Traum, seit ich klein bin, seit ich 10 Jahre alt bin, habe ich gesagt, ich will in Amerika kämpfen. Aber das war es mir dann nicht wert. Und ich hatte so viele coole andere Sachen am Start, wie Udo Lindenberg zum Beispiel. Genau, da gehst du auf Tour. Genau. Und andere Sachen. Ihr habt eine Wrestling-Show. Voll verrückt, ja, oder? Ja, Mann. Dinge, die Spaß machen. Und so Konkurrenzdruck ist nicht. Also, ich weiß, es muss eine gesunde Konkurrenz geben, ist ja klar, aber nicht über Leben und Tod. Also. Natürlich die Zuschauer. Also ich war ja auch dabei, ich nenne es auch wirklich Kampfsport. Ich fand auch, dass es wirklich sehr anspruchsvoll war. Ich sah den ersten Referee, der ein blaues Auge hat. Da habe ich gedacht, okay, habe ich noch lustig. Nie gesehen. War auch lustig, keiner oder? Hat sich auf meiner Show verletzt, Gott sei Dank. Ja. Nur der Ringrichter hatte blaue Augen. Ja, der kommt raus, denke ich, was ist hier los? Aber doch, die Italienerin, die hatte auch ein Pfeilchen hier. Ja, das kann sein. Kann sein, die oder? Hat ja auch eine harte Gegnerin gehabt. Das stimmt. Aber nochmal schnell zum klassischen Wrestling, wir kennen natürlich, ich kann nicht viel aufzählen. Das ist gut. Hulk Hogan, Undertaker und wie sie alle heißen, oder Rock Johnson. Ja. Das ist jetzt ein bisschen verloren gegangen wieder. Absolut. Und das macht mich so ein bisschen traurig, dass es keine richtigen Stars mehr gibt. Ja. Also damals, na klar, Hulk Hogan ist ja der bekannteste, glaube ich. Dann kam noch The Rock hinterher. John Cena war so der letzte große Star. Aber so richtig, so wie in meiner Kindheit. Ah, Brock Lesnar? Brock Lesnar auch, aber jetzt so nicht viele kennen ihn. Das kennen halt Wrestling-Fans oder MMA-Fans. Aber jetzt so der normale Durchschnittsbürger, das wird dir nichts sagen. Auch Roman Reigns ist ja jetzt auch ganz groß. Das sagt mir persönlich leider auch nicht. Siehst du, und es ist gerade der größte Star bei der WWE. Okay, wow. Und das hat mich, aber weil alle halt gleich aussehen. Alle haben einfach nur lange Haare, das ist irgendwie Trend, oder? Ich mach meine Haare jetzt nicht auf. Und alle haben halt ein schwarzes Höschen an und das war's dann. Keiner hat mehr Charakter. Und das war du meinst mir auf diese Gimmicks, gell? Genau, und das war mir sehr wichtig auf meiner Show. Also was viele auch nicht wussten und dann sich auch so gefragt haben, wo kommt das her? Ich habe den meisten Wrestlern gesagt, was sie machen sollen. Zum Beispiel mit der Live-Musik. Der eine spielt seine eigene Musik. Ja, ja. Das war alles auf meiner Fantasie. Sound of Pain, oder, der hat dann die Gitarre übernommen, hat plötzlich angefangen zu spielen. Oder Candy Power. Die hat normalerweise auch ein schwarzes Outfit und ich habe sie gefragt, ob sie für meine Veranstaltung ein buntes
ein Outfit anziehen könnte und durchs Publikum rennt und Candys, verteilt und Luftballons. Also, das gibt es ja auch normalerweise nicht. Aber ich fand das auch so total spannend. Wie gesagt, das ist ja auch deine Premiere und du wirst es ja hoffentlich auch weitermachen. Ja. Also das soll jetzt auch hier nicht nur Deutschland, vielleicht auch die Schweiz rocken das zum Beispiel. Super, ja. Auch hier im Grand Casino Basel ist eine Idee. Das haben wir schon mal reingeworfen. Mhm. Es ist so cool, das Publikum geht mit. Das ist so toll. Also wenn man hier so One Fall und alle so One Fall und das wusste ich nicht. Und ich habe zum Glück noch den Dan Melman von den Doggy Dog, ist ja auch ein Mitsänger. Ja. Der hat mich da schön eingeführt in das Ganze. Aber die sind da voll dabei. Mhm. Der eine sagt hier zweimal, nein, nicht zweimal, dreimal, nein, nicht dreimal. Und das ganze Publikum schreit und macht mit. Das ist eine andere Szenerie, oder? Als ich 16, 17 war, also das war so meine Zeit mit Wrestling schon, ich habe sogar geweint, als damals, da gab es ja diese große Fehde, wo Hulk Hogan auf einmal gegen seinen besten Freund einen Legdrop gemacht hat. Ich habe geweint und in der Schule so, was ist mit dir? Ich so, also ich habe das ja nicht verstanden, dass das Show ist. Ich dachte, das ist alles echt. Und deswegen, ich liebe Wrestling so sehr, weil man so viele Geschichten erzählen kann. Klar, die Leute sagen immer, ah, es ist ja nicht wie Boxen oder MMA, ist ja alles fake. Gott sei Dank ist es fake, weil ich will meinen Gegner nicht ins Krankenhaus bringen. Ich will nicht auf Leben und Tod kämpfen. Ich will die Leute unterhalten. Das ist bei uns Nummer eins. Gewinnen, verlieren, das ist nicht wichtig. Es ist wichtig, zum Beispiel, wenn du der Böse bist und nicht die Gute, es ist wichtig, dass der Zuschauer involviert ist. Mhm. Wenn er dich nicht hasst und mich nicht liebt, dann machen wir beide keinen guten Job. Okay, okay. Aber umso lauter die schreien bei deinem Kampf, umso besseren Job machst du, umso mehr wirst du auch bezahlt. Also sei gut. Kein Langweiler im Ring, sondern gib ein bisschen Action. Du hier, also wir haben ja auch hier den Sirius, wunderschönen Titel. Darf ich mich so ins Zeug darf nicht Gürtel sagen, du hast mich da belehrt. Gürtel, Stefan sagt nie mehr Gürtel, bitte, sonst Leute, kriegst du gleich hier diesen da. Das ist der Titel, deswegen werde ich das jetzt auch immer so weiterführen. Aber ich lege mich ins Zeug, weißt du, so dieser Titel, der hat viel Geld gekostet und auch die Halle, die ich gebucht habe, das Catering war der Hammer, oder? Ja, absolut. Ich habe am Schluss, da habe ich alles weggefressen. Ich lege mich ins Zeug für meine Jungs und Mädels, weil ich finde, sie haben es verdient, wie hart sie trainieren und wenn du, glaube ich, Geld da reinbutterst, dann kommt vielleicht in der Long Run was raus und die Fans sehen das dann auch. Also Return of Investment. Das größte Kompliment, was ich an den Abend mehrfach bekommen habe, hey, wir hätten nicht gedacht, wie professionell das hier ist. Und ich dachte, was denkt ihr denn von mir? Ich mache alles so super professionell. Und deswegen, also da war ich. Also das kann ich sagen und vielleicht bin ich da auch gerade eben wie gesagt jungfräulich in eine Welt eingetaucht, die auch gerade ein bisschen von dir auch neu gebaut wurde und richtig spannend war. Also ich denke mir, seither bin ich jetzt auch wirklich Wrestling-Fan. Cool. Nicht, dass ich nie Fan... Nicht nur du, gell? Da ist noch jemand Wrestling-Fan geworden. Ja, ich habe das meinem Sohn sozusagen, der hat ja meine Kampfsportgeschichten, guckt er immer an, ist alles gut und recht und dann kam hier, guck mal, Wrestling und der so, was, wo, guck mal den an und ich habe gedacht, oh Gott, was ist hier los? Verkehrte Welt oder was? Also ich habe es nicht mehr verstanden. Also mein Ziel ist es halt wirklich, dass die Leute wieder zurück. Weil in den 90ern, oh mein Gott, Wrestling war so groß und wir hatten in Hannover am Schützenplatz hatten wir immer 90-tägige Tournaments, wo die Leute, also die Wrestler von der ganzen Welt, Hulk Hogan hat hier gekämpft, Bret Hart hat hier gekämpft, Masahiro Chono hat hier gekämpft. Ja. Die ganzen Wrestler von der ganzen Welt sind nach Hannover gekommen, weißt du, haben hier gekämpft. Und das möchte ich wieder zurückhaben. Ich möchte, dass die Deutschen wieder die Liebe fürs Wrestling finden. Wie ist das, du warst ja in Übersee, sogar in Japan hast du auch gelebt. Fünf Jahre, wie muss man sich das vorstellen, wie geht das ab? Da gibt's ja, du hast mich, wir haben zum Glück kommen auch mal vorher zusammensitzen natürlich, ein Briefing habe ich bekommen. Es gibt verschiedene Kampfstile, europäisch, amerikanisch, japanisch, was ist der Unterschied für unser Publikum, dass jemand das ein bisschen versteht? Es gibt viele verschiedene Kampfsportstile, also es gibt amerikanisches Wrestling, super viel mit Show und da sehen auch die Schläge nicht immer so echt aus und ist halt mehr so für Kinder gemacht. Also du meinst, super wird mehr Lärm gemacht? Ja, genau. Okay. Dann gibt es mexikanische, da haben alle Masken an. Lucha Libre, genau. Und die machen so Springen-Sachen, also die springen sehr viel oder fliegen so durch die Gegend. Salto Mortale. Genau. Und dann gibt es japanische, wenig Show und brutal. Also das hat sich schon sehr den MMA gegleicht. Also wie viel Gehirnerschütterung ich hatte, wie viel mal mein Trommelfell, meine Zähne wurden ausgeschlagen. Okay. Es war brutal. Und dann gibt es deutsche und europäische Wrestling, Catch as Catch Can. Und wir machen sehr viel Technik. Ja. Also wir können wirklich, ich kann dir 10 verschiedene Wege zeigen, deinen Arm zu verdrehen. Okay. Und ja, die Amerikaner, die lieben unsere Technik. Aber die geht langsam so verloren. Und hier in Deutschland kann man leider nicht so gut mit dem Wrestling Geld verdienen. Also bin ich damals ausgewandert nach England. Okay. In England kannst du jeden Tag Wrestling machen. Die haben so Holiday Camps und so. Echt? Und
Und dort wurde ich dann von den Japanern entdeckt. Also die waren dann in England, haben dann eine Show besucht und haben mich gesehen. Und dann haben die gefragt, ob ich nach Japan komme. Und ich muss dir sagen, ich wollte nicht. Weil ich wollte wirklich nicht. Ich habe eine Dokumentation gesehen, die kann ich euch nur empfehlen. Gea Girls. Okay. Und ich habe die gesehen damals. Und da geht's um die Geishas da? Oder? Nee, Gea Girls. Das sind so ganz berühmte Wrestlerinnen. Also es gibt in Japan reine Frauen-Wrestling-Promotions. Sogar. Und Gea Girls war halt eine der berühmtesten in den 80er, 90ern. Ja. Aber das Training ist brutal da. Also die Mädels, die werden da also auch mit 8, 9, 10 Jahren, also ganz jung, und gehen da hin und müssen da leben und müssen jeden Tag 1000 Liegestütze, 1000 Sit-Ups und wirklich Ringtraining hin. Und die werden da so brutal verprügelt. Du musst beweisen, dass du diesen Sport liebst, dass du die Ehre dafür hast und dass du diesen immer hochhalten willst. Und da bin ich, dann habe ich diese Dokumentation, ich habe gesagt, da gehe ich niemals hin, niemals. Und dann haben die mich gefragt, dann haben sie erstmal gefragt, ob ich für 2 Wochen komme. Und meinte ich, ja, das werde ich schon überleben. So. Und direkt vom Flug, und es war ein 16-Stunden-Flug, ich kann mich erinnern, haben die mich direkt ins Training. Und das Erste, was ich sehe, eine Wrestlerin sitzt auf einer anderen und die boxt die richtig. Und ich so, ich werde nicht mal 2 Wochen hier aushalten. Okay. Und dann habe ich 2 Kämpfe gehabt. Bootcamp. Übel. Die 2 Kämpfe, die waren brutal. Und dann haben die zu mir gesagt, du hast den Test bestanden. Echt? Okay. Ich wusste nicht mal, dass es einen Test gab. Und dann haben die gesagt, willst du längere Zeit hier bleiben? Mr. Miyagi? Ja, so willst du auf unbestimmte Zeit hier bleiben? Ja. Und ich so, nein. Ich so, vielleicht 3 Monate. Ja, nein, ich sag, 3 Monate probiere ich mal. Weil, und daraus sind 5 Jahre geworden. Ja, aber es das war ja verrückt, eine oder? Harte Zeit. Die hat mich menschlich wachsen lassen, spirituell wachsen lassen und natürlich kämpferisch bin ich auf ein neues Level gekommen. Okay. Aber deswegen sehe ich auch Wrestling aus einer anderen Perspektive. Die Leute fragen immer, warum werde ich keine Trainerin, wieso mache ich eine Wrestling-Schule auf? Okay. Ich kann es nicht, ich wäre zu hart. Echt? Ich meine, ich gehe manchmal zu Seminaren und dann sehe ich Leute, die können nicht mal eine Vorwärtsrolle. Okay. Warum wollt ihr dann Wrestler werden, wenn ihr nicht mehr, habt ihr keinen aber Respekt für den Sport? Aber die wollen Wrestler werden? Ja, und, aber ich sehe dann, dass sie keinen Respekt für meinen Sport haben. Sie sehen aus wie, weiß ich nicht. Also trainier doch erstmal und zeig mir, dass du den Sport ernst nimmst. Weil die Leute denken, ah, Fake, jeder kann Wrestler werden. Mhm. Aber es ist nicht so. Wrestling ist einer der härtesten Sportarten. Ich habe es gesehen Welt. Auch. Also ich kann das auch bestätigen, dass ich ja nebendran saß und ich habe gestaunt. Du, ganz oft, wir hatten mal in der WWE hatten wir ein Tryout, also das heißt, da werden so Events veranstaltet, wo Menschen kommen können, die sagen, die wollen WWE-Wrestler werden und dann gehen die dahin und müssen dann halt so 3 Tage Trainingsbootcamp durchstehen. Ja. Und da waren auch einige MMAler, etablierte MMAler dabei. Ja. Die haben am ersten Tag aufgegeben. Sicher. Keiner kam am zweiten Tag und da war ich echt so, okay. Okay. Weil die sagen doch immer, also auch ich bin ja dann ins MMA rübergegangen, vom Wrestling. Ich habe doch 2 Kämpfe gemacht. Genau, ich bin zu Peter Sobotta, zu Blended Eater gegangen. Super, und auch ehemaliger UFC-Kämpfer. Da musste ich mir auch immer wieder anhören, ja, Wrestling ist ja Fake und so. Und das war auch so witzig, die Geschichte muss ich erzählen. Ich musste, also ich habe ja MMA trainiert, aber bin jedes Wochenende immer zu meinen Kämpfen gegangen. Und am Montag war ich natürlich total, alles hat wehgetan. Okay. Und dann hat der Peter das nie verstanden und war immer so sauer auf mich. Ich sagte, immer jeden Montag, hast du keine Motivation, was ist los mit dir? Und dann habe ich ihn nach Stuttgart eingeladen zum Kampf von mir, damit er mal sieht, was ich da überhaupt mache jedes Wochenende. Dann hat er nach meiner Show hat er gesagt, oh mein Gott, Jesse, ich muss mich bei dir entschuldigen, ab sofort kriegst du jeden Montag frei. Echt? Weil er gesagt hat, du machst so hart. Er dachte auch, das ist so Spaß. Ja, ja. Aber es ist schon ein brutal harter Sport. Ich denke, es ist gut, dass du hier bist und dass wir auch so ein bisschen drüber sprechen, weil durch einen guten Freund, auch Ringsprecher, Tobias Gerold, ich bedanke mich herzlich. Wir pushen uns auch gegenseitig, das muss ja auch mal gesagt sein, wir sind ja keine Konkurrenz, hat er mir das auch so nahegelegt und eben, ich bin ja bei Muay Thai oder Boxen oder K1, Kickboxen, MMA, aber Wrestling hat mich wirklich sehr bereichert. Super, das freut mich. Es hat mich wirklich sehr bereichert und ich denke mir, das hat wieder Potenzial, wenn man aber auch die richtigen Gimmicks, also zur Erklärung, dass man da, jeder hat so einen Charakter, den er aufgetragen hat oder den er verkörpert, dass man eigentlich durch das wieder so eine Art Show hat und jeder so sein Style und nicht alle, wie du gesagt hast, nur in schwarzen Unterhosen rumrennen. Ich meine, schau doch mal, gerade jetzt, wo wir diese harte Zeit hinter uns haben mit der Pandemie und jetzt kommt noch dieser Ukraine-Krieg. Die Leute sind so am Ende, das Geld, alles wird immer teurer. Die Leute wollen ihre Sorgen vergessen. Und wenn ich für diese 2 Stunden, wo ich eine Show mache, die Leute einmal abschalten lassen kann. Glücklich machen kannst.
dann habe ich doch alles, dann ist das doch mein Wert gewesen, weißt du? Und das ist so mein Ziel, dass wirklich die Leute zu mir kommen können, einmal abschalten können und danach können sie wieder in ihr Leben gehen. Aber für diese 2 Stunden will ich sie in eine Zauberwelt rein, weißt du, mit Candies und, ich weiß nicht, Monstern und was nicht alles, was wir da Musik, haben. Gute Musik, so. Wie ist das? Es gab ja den Film dazu mal, The Wrestler, da wurde das Wrestling, glaube ich, nur wieder ein bisschen abgedatet, oder? Kam da nicht nochmal so ein kleiner Hype oder war es dann eher abschreckend, weil das ist Wrestler ja ein tragischer Film und der hat eigentlich eine super Rolle gespielt, genau. Das war auch die Rückkehr wieder von ihm, oder? Ja, also den Film empfehle ich jetzt nicht unbedingt anzuschauen, da gibt es andere, zum Beispiel Fighting with My Family ist eine wahre Geschichte. Fighting with My Family? Fighting with My Family. With My Family, okay. The Rock hat den Film produziert über eine Wrestlerin, die aus England ist, die Paige, und die halt auch, wie ich, erst independent gemacht hat, heißt, sei ohne Vertrag und versucht halt dann in die WWE zu kommen und da dieser Film zeigt es halt. Und da kann man mal auch so einen kleinen Einblick haben. Okay. Obwohl ich kein großer Fan bin, dass die Leute Einblick hinter den Vorhang bekommen. Ich finde, das ist ja wie beim Zaubern. Man stiehlt ihnen die Illusion, oder? Ja, ist ja wie beim Zaubern. Ja. Natürlich weiß ich, Zaubern ist nicht echt und da gibt es Tricks, aber will ich doch gar nicht wissen. Nee. Ich will mich fragen, oh, wie hat er das gemacht? Und so wünsche ich mir das beim Wrestling auch. Weil ich zum Beispiel bin immer die böse Deutsche gewesen. Ja. Und ich hatte immer den Standpunkt, nach der Show gehe ich nicht mit den Fans trinken, weil ich bin die böse Deutsche. Ja. Ich würde aber ich würde doch dann alles zerstören, dann ist doch das Image weg. Auch, und dadurch habe ich aber weniger Bookings bekommen, weil es dann immer hieß, oh, die Jazzy, sie ist arrogant und dann nicht nahbar. Ich so, nein, ich will einfach nur, ich will du hast deine Rolle weitergespielt oder gesprochen. Aber heutzutage wegen Social Media ist es alles so schwer geworden. Es ist einfach, aber schwer geworden. Ja, ja, ja. Zum Beispiel früher, ganz ehrlich, ich musste noch einen Brief schreiben zum Promoter. Hey, kannst du mich buchen? Hier ist ein Foto von mir. Und jetzt, es ist einfacher rumzukommen, heute aber schwerer ist Reels machen und dann bist du drin, ja, aber schwerer ein Star zu werden, finde ich. Weil jeder will ja ein Star sein, jeder will da sein, jeder hat Social Media. Als Person der Öffentlichkeit hast du halt einfach auch damit zu kämpfen oder dass halt Leute dich mögen oder nicht mögen. Aber ich glaube auch, so wie wir auch miteinander schon gesprochen haben, kannst du gut damit umgehen. Also, oder? Oder man muss es, also wir wollen jetzt auch hier nichts sagen, aber ich sage einfach nur, das braucht es. Also konstruktive Kritik ist immer erwünscht. Natürlich, aber ich versuche auch immer politisch korrekt zu sein. Ich versuche immer meine Konkurrenz in dem Sinne nicht anzugreifen, obwohl die natürlich viele Fehler in meinen Augen machen. Ja. Aber ich denke nicht, dass das in die Öffentlichkeit geht. Die Leute, die da arbeiten, die wissen, was schief läuft und die Fans brauchen das nicht wissen. Die Fans sollen sich entscheiden, guckt ihr, das Produkt ist ja wie... Trinkt ihr dieses Getränk oder dieses? Ja, absolut, die müssen absolut nicht wissen, was dahinter passiert. Jeder Gusto heißt so. Und wer es wissen will, der wird es herausfinden. Sagen wir mal so. Wie ist so in der Szene die Promoter oder die Inhaber von diesen großen Verbänden? Sind die nett oder sind die ein bisschen so arrogant? Oder die Stars, mit denen du trainierst, sind die teilweise, wer bist du denn und warum bist du hier? Ist das alles eher familiär? Also an deiner Veranstaltung waren wir alle so in Katakomben und alle haben so gequatscht und gemütlich. Und ich habe gedacht, okay, es ist ja so freundlich, habe ich es jetzt noch nie gesehen. Ja, ist ja Unterschied, weil ich bin jetzt 20 Jahre schon in diesem Geschäft und natürlich hat man Freunde gemacht. Und natürlich würde ich jetzt keinen buchen, der mich nicht mag oder der hinter mir lästern würde. Sowas gibt es natürlich auch. Ja. Aber ich muss tatsächlich, das war mal ein super Vergleich. Also beim MMA fand ich die Unterstützung der Kämpfer viel besser. Also ich habe so viele Kämpfer gehabt, die mich unterstützt haben, die gesagt haben, komm, wir trainieren mal zusammen. Ja. Das haben wir beim Wrestling nicht. Also beim Wrestling ist sehr großer Konkurrenzkampf. Okay. Aber dafür sind die Fans beim Wrestling besser. Aha. Beim MMA, du bist an der Spitze, du kämpfst, du gewinnst, alle sind hinter dir. Hast du 1-2 Kämpfe verloren, bist du ein Niemand. Mhm. Sehe ich ja bei Ronda Rousey zum Beispiel. Okay. Sie hat so viele Türen für uns Frauen geöffnet und jetzt hat sie mal ein paar Kämpfe verloren. Jetzt sagen alle, sie ist die Loserin schlechthin. Nein, ist sie nicht. Sie ist die krasseste. Wahnsinn. Und beim Wrestling ist halt das Gegenteil. Die Fans unterstützen dich, egal wie tief du gesunken bist, egal wie weit oben du bist. Zum Beispiel gab es mal einen Wrestler, Sabu, den kennst du vielleicht von der ECW. Sabu, Der hatte mal, der brauchte Geld für eine Operation, weil in Amerika ist es ja nicht so leicht. Ja, die Krankenversicherungen sind auch nicht so optimal. Der war schon lange nicht mehr im Fernsehen, der hat schon lange nichts mehr gemacht, aber die Fans waren sofort da, die haben alle Geld für ihn gesagt. Und die haben alle Crowdfunding. Seine, ich liebe die Wrestling-Fans so sehr, weil die sind so loyal. Also auch wenn du schon längst nicht mehr im Ring stehst, sind die immer noch bei dir.
denen ist egal, ob du Champion-Titel hast oder nicht. Ja. Und beim MMA ist halt leider. Aber dafür sind halt die Wrestler ein bisschen so doof. Die unterstützen sich nicht gegenseitig. Und wenn sie können, würden sie dir sofort irgendwas wegnehmen, wenn sie können. Spannend. Ja. Du gehst ja mit der Udo Lindenberg auf Tour noch, gell? Habe ich auch gehört. Total spannend. Der hat irgendwie eine Wrestling-Show in seiner Show. Ja. Der ist ja mittlerweile auch schon 80, oder? Wie alt ist 75, er? 76. 75. Und der ist aber eine richtige. Genau. Und er macht eine 3-Stunden-Show. Wow. Und ein Song davon, Straßenfieber, ist ein Song. Da geht es darum, dass die Staatsmächte doch selber in den Ring steigen. Wieso müssen die Soldaten oder wir für die kämpfen? Ja? Die sollen selber. Ja. Und wegen Kämpfen haben wir halt Wrestling gemacht. Echt? Es war so spannend. Ich habe eine E-Mail bekommen, hier Udo Lindenberg-Team. Ich so, ja klar. Ja, klar. Und dann habe ich direkt angerufen und dann haben wir uns erstmal getroffen. Es war auch so eine Halle wie hier ungefähr und dann ist es überhaupt möglich. Und dann ist ja alles ist möglich. Und dann habe ich 5 Tänzerinnen Wrestling beigebracht. Also die haben noch nie Wrestling gemacht. Okay. Und in 2 Wochen habe ich denen eine Choreografie beigebracht. Ja. Und dann auf 28 Shows mit jeweils um die 20.000 Zuschauer haben wir dann immer diesen einen Kampf gemacht. Okay. Und es war so spannend. Und der Start im Juni wieder, oder? Im Mai starten wir, 25. Mai in Schwerin, geht die Tour los und dann bis Juli durchgehend, ja. Hammer. Mhm. Mega. Ja, cool. Ja, super. Du, wie gesagt, ich denke mir, wir haben sehr viel von dir erfahren. Mhm. Es ist total toll, dass du auch gekommen bist. Danke. Und ich hoffe, dass hier besonders auch mit Serious Sports Entertainment es weitergeht und wir vielleicht... jetzt auch in der Schweiz natürlich, dass wir was Großes machen können. Und, ja, ich würde mich freuen, wenn die Leute auch wieder gewinnen. Ja, also ich werde dann Sirius auch in Schweizerdeutsch moderieren. Wenn Sie Sirius sehen, dann wissen Sie, dass Qualität dahinter und das dass Sie ja wirklich das, kommen da kann können. Ich auch, aber das wissen die Zuschauer noch nicht. Aber sollen sie wissen. Sie sollen es erfahren. Und bei mir wird es halt immer viel Show geben. Also jede Sirius-Show wird ein anderes Thema haben. Ja. Unser Thema war ja Royal zum Beispiel. Das nächste Thema, also ich werde es natürlich nicht verraten, weil sonst Konkurrenz. Aber jedes wird man ja dann auf dem Plakat sehen. Aber ich würde mich echt freuen, wenn die Leute mir eine Chance geben, wenn sie sagen, hey, ich gucke mir so eine Sirius-Show mal an. Auch wenn es nur einmal ist. Ich kann versprechen, ihr kommt öfters, aber dass sie wenigstens einmal sagen, komm, wir geben denen mal eine Chance. Stark. Ja, das wäre super. Ja, super. Dann würde ich meinen, wir verabschieden uns jetzt von unseren Zuschauern und Zuschauerinnen. Ja. War schön, dass du da warst. Danke, dass ist immer ein Spaß auch. Und ja, wir sagen danke, Fight Promoter TV und Jesse Gerbert hier Serious Sports Entertainment, hier in die Totale. Haut rein, bis zum nächsten Mal.